Willkommen beim Whisky Nerd und ich wünsche euch einen schönen Ostersonntag. Und wie versprochen sind wir heute in Schottland und zwar auf Islay. Da bedanke ich mich recht herzlich beim lieben Whisky Wikinger. Der hat mir hier geschickt den Bowmore Springtide mit 54,9%. Bowmore färbt leider. Aber mit 54,9 würde ich mal sagen, ist er nicht kühl gefiltert. Das braucht er hier nicht mehr. Dann, was gibt es noch? Es ist hier ein Nass-Whisky. Ein Whisky ohne Altersangabe. Und recht heftig im Preis. Ich habe ihn gesehen jetzt um 180 Euro. Laut Ansgar kann man den auch günstiger bekommen, wenn man lange genug danach sucht. Der hat ihn gleich unter 150 Euro bekommen. Und dazu gibt es natürlich hier, man macht hier einen Nass-Whisky, No-Age-Statement-Whisky und verpackt ihn mit einer guten Geschichte. Springtide heißt ja diese Springflut. Wenn also Sonne, Mond in einer bestimmten Position stehen, dann soll es hier dieses Warehouse Nummer 1, das legendäre, überfluten. Ein Hochwasser. Das ist noch nicht geschehen und damit mit dieser Abfüllung feiern sie das nun. Das ist eine Limited Edition und wurde in, was ich jetzt gelesen habe, im Internet, mit First Fill Oloroso Fässern abgefüllt. Schauen wir uns das mal an. First Fill. So, lass man sich nicht mehr ablenken, jetzt geht's los. Schöne Farbe hat auf jeden Fall, leider gefärbt, also da brauchen wir jetzt nicht schauen. Nase, sagt er mal. Der Rauch ist nicht so schlimm. Hm. Jetzt würde ich mal beschreiben, ein schöner Lagerfeuerrauch, was sich hier wirklich sehr schön mit den Sherry-Aromen vermischt. Eine schöne Harmonie. Dahinter kommt eine schöne Frucht. Gehen wir hier Richtung Rosinen. Feigen Datteln. Und eine Menge Schokolade. Passt heute zu den Schokohasen, was heute geben wird. Eine sehr schöne Nase, gefällt mir gut. Wirklich sehr schön. Passt das hier zusammen zwischen Lagerrauch und den Früchten. Probieren wir mal. Alkohol schiebt. Leichtes Spritzeln auf der Zunge. Schöne Süße. Auch hier wieder dieser Lagerrauch. Auch hier kommen jetzt wieder diese Rosinen. Mehr Richtung Feigen, will ich hier sagen. Leicht Karamell. Und dann geht es Richtung Milchschokolade, Bitterschokolade. Leicht Eiche, nicht sehr viel. Vielleicht kennt jemand aus Österreich diese Dragé-Kekse. Da hat man einmal einen Keks, das sind gemischt, das sind einmal Kekse mit Milchschokolade, einmal Kekse mit Bitterschokolade. Und so genau so schmeckt das. Eine schöne Mischung aus beiden. Da lassen wir aber nichts über. Heute ist Ostersonntag, da wird das dann auch noch verschwinden. Danke, lieber Ansgar, für diesen tollen Whisky. Wie gesagt,
180 Euro für eine Abfüllung ohne Altersangabe. Wer sich das leisten kann, kann hier zuschlagen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ein schöner Whisky. Preislich bekommt er von... Preislich? Ja, preislich. 180 Euro für ein neues Statement. Noch nicht so alt. Schöne Lagerfeuerraucharomen mit Sherry. Bekommt von mir... Eine 2. 2. Geschmacklich wirklich 2. Vielleicht sogar 2 plus, aber durch den Preis eher bleiben wir bei einer 2. Schon sehr gut, aber das ist wirklich was für Fans von Beaumont, was sich das hier wirklich trauen zu bezahlen. Ich wünsche euch einen schönen Ostersonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky Nerd. Ciao.